Hallo zusammen und willkommen zurück zu Return to Monkey Island. Wir sind ratlos wie beim letzten Mal. Ich habe übrigens in der Folge nachgeschaut, als ich zum ersten Mal im Voodoo-Laden bin, und ich habe diesen komischen Strumpfkopf angeklickt und es gab noch keine Option, ihn mitzunehmen. Erst wenn man ihn zum ersten Mal angeschaut hat, dann taucht danach die Option zum Mitnehmen auf. Es wundert mich also gar nicht, dass ich ihn übersehen habe. Im Gegensatz dazu, der Tresor, den hätte ich wohl schon längst sehen sollen. Also ich weiß auch nicht, ob ich ihn schon angeschaut habe, aber ich habe auf jeden Fall noch nicht nach den Seriennummern geschaut, da bin ich mir relativ sicher. Kann ich mich zumindest überhaupt nicht dran erinnern. Ich guck nochmal, er hat gesagt, er hat nichts gesehen. Ne? Die Schnörkel sind schön, aber hier sind keine Zahlen. Keine Zahlen. Dieser Schlüssel passt nicht. Dieser Schlüssel passt nicht. Ah, also beim Tresor, da haben wir noch irgendwie... Da haben wir noch was zu tun. Den müssen wir auf jeden Fall irgendwie aufkriegen. Ich bräuchte eine Menge Schlüssel, um den zu öffnen. Okay, eine Menge Schlüssel. Also ich würde bei der Schlüsselmeisterin vorbeischauen und dann würde ich nochmal in der Scamba vorbeischauen, um dem Koch mal meinen Mob zu präsentieren. Hallo, Mr. Brush. Hallo. Plus, ich habe noch überlegt, vielleicht kann man ja die Piratenanführer fragen nach dem 1000-Nadeln-Ding. So. Hallo nochmal. Kann ich einen weiteren Schlüssel anfertigen lassen? Klar, schreiben Sie einfach die Seriennummer auf und geben Sie sie mir. Habe ich nicht. Kann ich Ihren Schlüsselschleifer ausprobieren? Nein. Ich möchte nicht, dass Sie irgendwelche Finger verlieren. Kann ich ein ganzes Set Universalschlüssel mitnehmen? Was ist das für ein Schlüssel? Der ist für einen abschließbaren Köcher. Ja, schön gut, aber das will ich nicht. Ich will den Universalschlüssel. Den möchte ich gerne. Nee, okay. Es sieht nicht so aus, als gäbe es den hier. Okay. Darauf komme ich nochmal zurück. Die Gasse hinten ist immer noch mysteriös. Die klemmende Tür. Ah, Moment mal. Habe ich schon probiert, ob die hier eine Seriennummer hat? Ich sehe hier nichts Nützliches. War das jetzt die Tür oder das Schild? Beides. Sie scheint zu klemmen. Und man kann sie auch nicht ölen. Oder mit einem Bild versehen. Okay. Nope. Da geht's nicht voran. Bin mir sicher, ich übersehe wieder irgendwas Offensichtliches, aber wenn ich mich zu lange aufhalte, dann nehme ich auch gerne den Tipp, denke ich. Ich habe jetzt auch keine Zeit, natürlich die Kommentare zu sehen, da die Folge, in der ich das gefragt habe, noch nicht mal veröffentlicht ist. Also das Feuer, da muss auch noch irgendwas rein in das Feuer. Okay, ich frage erstmal. Seid ihr sicher, dass ich euch nicht überreden kann, meine Expedition nach Monkey Island zu unterstützen? Ja. Okay. Die haben nichts weiteres zu sagen. Ups, naja, geht wahrscheinlich. Schau mal, mein Mob. Sieh dir meinen neuen Mob an. Ich habe ihn selbst gemacht. Das ist ein fantastischer Mob. Saugfähig, fachmännisch geschnitzter Stiel. Damit solltest du ein Leben lang gut wischen können. Super. Nun, das scheint nicht einmal möglich zu sein. Brillante Innovation. Tja, wisst jetzt aber auch nicht, was ich hier drin noch machen kann. Nee, das Herzstellen ist ja irgendwie eine interessante Option. Angenehm glühend heiß. Aber das bringt auch nicht wirklich was, oder? Kann ich hier, habe ich hier einen Teller oder sowas dabei, mit dem ich jetzt eine Suppe abfüllen könnte? Nein. Ich würde ja dem Kerl draußen gerne was servieren, aber... Das geht wohl nicht. An dem Feuer stehen. Warum würde ich an dem Feuer stehen? Was bringt es mir, am Feuer zu stehen? Ich habe sowas von keine Ahnung. Das habe ich doch alles schon probiert. Schön heiß. Ich frage mich, wie lange ich hier stehen könnte, bevor ich in Flammen aufgehe. Ups, kann ich meinen Mob geht wahrscheinlich. In den Eimer stellen? Nein. Was will ich denn mit seinem Mob? Das sage ich mich immer noch. Es ist der alte Mob des Kochs, aus dem ein Stück herausgeschnitten wurde.
Keine Interaktionsmöglichkeiten. Nö, also mir ist vollkommen unklar, was ich jetzt hier... Die Visitenkarte ins Feuer, das habe ich bestimmt auch schon probiert, ja. Nee, nee, wirklich keine Ahnung. Hände weg von meinem Mob! Okay. Also ich habe nicht so wirklich Ahnung, wo ich nach diesem 1000-Nadeln-Idol suchen soll. Talisman. Biss, was auch immer. Da würde ich mir mal noch einen Hinweis für holen, denke ich. Ich glaube, ich muss bei der Zahnbürste wahrscheinlich weitermachen, aber ich weiß noch nicht, wie ich in die Zahnbürste rankomme, außer der Mob. Ist der Mob? Okay, das probiere ich noch. Ist der Mob in der Lage, die Stans Kabine da aufzubrechen? Stans Fenster. Ist doch ein super elastischer... Nee, okay. Komm, gib mir einen Hinweis. Nimm eine Probe von einer fleischfressenden Pflanze im Wald in der Nähe des Museums. Okay, da wäre ich niemals drauf gekommen. Warum brauche ich eine Probe von einer Pflanze? Bis der 1000 Nadeln. Ein klassisches Exemplar der Philea nadellus. Kleine scharfe CR, okay. Gefäßbildende Dicotyledonenart, die für ihre geschmackvolle Färbung, ihr leichtes Wackeln und ihre vielen kleinen scharfen Zähne bekannt ist. Ja, okay, der Biss der 1000 Nadeln, okay, okay, ich sehe es ja ein. Aber, ja, wäre ich überhaupt nicht. Hab dich, du spitzer kleiner Tracheophyt. Kann ich hier noch andere Proben nehmen? Ich werde mir eine lila Blume gönnen. Ich hoffe, ich werde dafür nicht ins Gefängnis geworfen. Tatsächlich? Oh mein Gott, was ich alles verpasst habe hier. Entschuldigung, viele Stunden später? Ich wollte zu den Pilzen? Ich will gar nicht zu den Tieren, ich will zu den Pilzen. Es ist wahrscheinlich an der Zeit, dass sie in den Süden fliegen. Quizkarten irgendwo? Quizkarten? Hallo? Ich wollte eigentlich zu den Pilzen, aber ja, okay. Alles auch gut. Deswegen wäre ich auch noch nicht drauf gekommen, weil ich dachte tatsächlich, im Wald gibt es nichts mehr zu holen. Aber das habe ich wohl falsch eingeschätzt. Okay, ist das schon der Biss der 1000 Nadeln? Reicht ihr das schon? Dies ist eine Pflanze mit einer schlechten Einstellung und genug Spitzenteilen, um das zu untermauern. Sie sieht hübsch aus und riecht wunderbar. Schauen wir mal. Bitte schön, der Biss der 1000 Nadeln. Sag mir, ist das ein uralter, mächtiger Zauber oder einfach eine Pflanze, die du im Wald gefunden hast? Du warst ziemlich undeutlich, was du wolltest, selbst für deine Verhältnisse. Ja, ich habe mein Bestes gegeben. Nun gut. Du warst ja schon immer nur von der Sorte nah genug. Danke. Das fand ich jetzt aber auch wirklich ein komisches Rätsel, muss ich sagen. Naja. Bis der 1000 Nadeln und dann hole ich eine fleischfressende Pflanze und das war's. What? Okay. Kommt, ihr Geister der Täuschung und des Todes. Trinkt eure Verjüngung und erwacht. Tod? Kein Grund zur Sorge. John Laney, dieser unglückliche Junge braucht deine Hilfe. Hey! Erbarme dich seiner und gib ihm die Kraft, sich vor seinen Feinden zu verstecken. Du musst es nicht so ausdrücken. Das war's? Es sei denn, du möchtest die erweiterte Servicegarantie in Anspruch nehmen. Nein, danke. Ich bin kein Trottel. Was schulde ich dir? Vielleicht probierst du sie erst an, bevor wir über die Bezahlung sprechen. Ich bin sehr gespannt. Und? Wie sehe ich aus? Ja! Was zum Teufel? Ich sehe aus wie ein Zombie. Ist sie kaputt? Naja, ich tue, was ich kann. Ich trage sie nur, wenn ich sie wirklich brauche. Ja, John Laney ist ja auch tot. Gern geschehen. Plus für LeChucks Schiff ist es ziemlich perfekt. Aber es gibt noch so viele spannende Sachen hier. Den robuste Tresor, die Zahnbürste von Stan... die geheimnisvollen Graffitis an den Wänden. Was? Jetzt gehe ich schon aufs Schiff.
der Mob vom Koch nicht mitnehmen kann. Habe ich mal irgendwas mit dem gemacht? Das Feuer? Dass man so viel Zeug schmeißen kann? War das alles umsonst? Hatte das keine Bedeutung? Ich sollte mich weiter von der Quartiermeisterin entfernen, damit sie mich nicht sieht. Na klar, hier vorne kann sie mich auf keinen Fall sehen. Okay. Hallo. Hallo, du musst die Quartiermeisterin sein. Jo, du siehst aus wie ein Typ ohne viele Möglichkeiten. Ich brauche einen Schrubbi. Du musst dir deinen eigenen Mob besorgen. Also zeig mir einen anständigen und der Job gehört dir. Okay. Einen Mob, wie passend. Da habe ich doch einen. Wie wär's damit als Mob? Ich glaube, das könnte jemand sein, den ich mal kannte. Ne, das reicht. Du bist angestellt. Toll. Wir legen bald ab. Komm doch an Bord. Dann stelle ich dich der Mannschaft vor. Ich bin gespannt auf meine Kabine. Wann ist ein guter Zeitpunkt, um das Vorteilspaket zu besprechen? Freeboard ist auf LeChocks Schiff. Er hat eine Art Verkleidung. Sieht aus wie vom Grabbeltisch. Na und? Du glaubst doch nicht, dass das ein Problem sein könnte? Wir haben ihn nicht eingeplant. Ich hasse es, nicht zu wissen, was los ist. Ich hätte ihn sofort ausschalten sollen, als er hier hereinkam. Keine Sorge. Wir werden wissen, was los ist. Ja? Wie? Ich habe einen Spion an Bord des Schiffes. So, so, so. Was interessiert die das plötzlich so sehr? Okay, wir segeln jetzt wirklich ab. Also, das überrascht mich jetzt tatsächlich, weil ich dachte, wir haben doch einen Haufen Zeug gehabt, den man machen müsste auf Mealy Island. Aber vielleicht kommen wir ja auch zurück dahin. Wer weiß es ja nicht so genau. Aber und als du dann auf LeChucks Schiff warst, hast du den Spieß umgedreht. Du hast dein Schwert gezückt und gesagt, ich bin jetzt euer Kapitän. Bringt mich nach Monkey Island oder ihr werdet alle über die Planke gehen. Mehr oder weniger. Ich heiße Gullet, aber du sollst mich nicht so nennen. Für dich bin ich der erste Schrubber. Und ich will die Großbuchstaben hören, wenn du es sagst. Großbuchstaben, kapiert. Das ist der Laderaum. Du wirst hier unten viel Zeit verbringen. Ich dachte, wir hätten eine Gewerkschaft oder so. Wie viel Zeit ist viel Zeit? Alles! Du arbeitest hier, du schläfst hier, du nimmst deine Mahlzeiten hier ein. Vergiss die Welt, die du bisher kanntest. Dieser Raum ist deine Welt. Der Rumpf ist dein Boden. Das Deck ist dein Himmel. Und ich bin die Gottheit deiner Wahl. Eine grausame und rachsüchtige Gottheit. Ich habe nur eine einfache Regel. Du darfst diesen Laderaum unter keinen Umständen verlassen. Noch Fragen? Ich soll nur hier unten schrubben? Kann ich den Laderaum verlassen? Nein! Was passiert, wenn ich den Laderaum verlasse? Ich sagte, du darfst ihn unter keinen Umständen verlassen. Ich weiß, nur rein hypothetisch. Was wäre, wenn ich es täte? Die schlimmste Strafe, die du dir vorstellen kannst. Die da wäre? Ich werfe dich wieder hier runter. Nichts ist schlimmer als das hier. Wo ist meine Koje? Du könntest in einer der Kisten gut aufgehoben sein. Ansonsten solltest du dir die Augen zuhalten, denn die Hühner picken gern. Aber es ist wahrscheinlich am sichersten, wenn du einfach gar nicht schläfst. Auch ein blindes Huhn findet mal ein Auge. Was gibt's zum Abendessen? Oh, wir hätten also gern ein kleines Abendessen, ja? Nun, vielleicht können wir für Eure Majestät ein bisschen Entenbraten unter Glas arrangieren. Aber im Ernst, lerne Ratten zu fangen. Du kannst sie in deinem Mobeimer ertränken. Sie machen ihre eigene Soße. Okay, und dann darf ich wahrscheinlich auf den Eimer gehen, ja. Was soll ich das jetzt nach? Warum nicht? Was ist, wenn ich, du weißt schon. Benutzt das Bullauge. Mach aber nichts auf den Sims draußen. Ich hasse unansehnliche Simse. Was genau soll ich tun? Neue Rekruten. Ihr seid alle dümmer als die Hühner. Ist das die ganze Antwort? Du sollst wischen. Ich will, dass der Laderaum glänzt, als ob er sauber wäre. Und jetzt ab an die Arbeit. Yo ho, yo ho, a pirate's life for me.
Ach, ganz ehrlich, es gibt Schlimmeres. Wir haben unseren eigenen Raum, unser eigenes Zimmer hier auf dem Schiff. Wie viele Leute können das schon behaupten an Bord eines Schiffes? Die meisten haben doch nur so eine Reihe von Hängematten mit all den anderen. Wir können hier privat schlafen. Gut, wir haben die Hühner mit an Bord. Aber das sind auch nur Geisterhühner. Die sind bestimmt ganz umgänglich, wenn man sich erstmal mit ihnen angefreundet hat. Ich wische den Kram erstmal auf. Sieht aus, als hättest du eine Stelle übersehen. Oh. Und dann fetten wir so einen Huhn ein. Okay, vielleicht will ich noch nicht alles abwischen. Kann ich den Mob irgendwie... Huch, eine Pause machen. Wenn wir erstmal alles anschauen hier. Seesack. Der Rest meiner Ausrüstung ist da drin. Ich hoffe, sie ist hier unten sicher. Es ist wahrscheinlich in Ordnung. Was heißt der Rest? Hat er was reingetan? Manche Island segeln und dem Laderaum entkommen. Ja. Was noch wichtiger ist, ist der Geschmack von untoten Hühnern derselbe wie der Nachgeschmack von Hühnern? Es ist eine inspirierende Broschüre, die ich mit mir herumtragen und lesen soll. Ja, hier war es genauso. Ich muss sie erst anschauen und dann kann ich sie mitnehmen. Komm an Bord. Broschüre für neue Mannschaftsmitglieder. Copyright LeChuck. Lass dich inspirieren. Folge LeChucks Führung. Vertrauen verletzen, Wutanfälle bekommen, Betrug begehen, Gastfreundschaft ausnutzen, falsches Zeugnis ablegen, die Geliebten zerstören, das Schöne zerstören, Körperverletzung androhen, Körperverletzung begehen, die ermorden, die sich dir in den Weg stellen. Bla 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 bla. Das Schiff ist so verzaubert, dass es sich von niemandem außer der Mannschaft entern lässt. Einschließlich dir. Was? Also mach dir keine Sorgen. Es sei denn, du wirst gefeuert. Dann mach dir Sorgen. Entern? Nee, na gut. Wie dem auch sei. Aussicht? Ich kann nicht viel durch dieses Ding sehen. Das große Huhn? Ich halte Abstand. Mütter sind bösartiger, wenn sie ihre Jungen verteidigen. Ein Ei. Da waren wir bestimmt dran. Wenigstens riechen sie nicht wie lebende Hühner. Aber wo ist meine nächste Quizkarte? Ich frage mich, woraus es gemacht ist. Okay, Geisterhühnerfutter. Noch mehr Hühner? Oh nein, auf den habe ich schon gewartet. In der Tat, ich bin Murray, der allmächtige dämonische Totenschädel. Aber du bist mir gegenüber im Nachteil, verwelkter Zombie-Mann. Kennen wir uns? Ja, auf einer dämonischen Schädelparty. Ich erinnere mich an einen ungeschickten Barkeeper, der einen Lava-Guavatini auf meine Krawatte schüttete. Das musst du gewesen sein. Krawatte? Und du plagst mich jetzt genauso wie früher. Ein Fluch von schmerzhaften Furunkeln auf deinem linken Fuß. Weil du mich entlarvt hast. Ich bin hier undercover und sammle wertvolle Informationen für die äußerst hinterhältige... Das ist der Spion. ...Captain Madison. Madison? Sehr interessant. Oh, das hätte ich wahrscheinlich nicht sagen. Hervorragender Spion. Tu mir einen Gefallen und behalte es für dich, verwelkter Zombie-Mann. Kein Problem. Gott, der wird nie wieder aufhören zu reden, habe ich das Gefühl. Aber, naja, gut, fragen wir ihn kurz aus. Wie kommt es, dass du für Captain Madison arbeitest? Ich dachte, du wärst dein eigener Mann. Schädel. Ich schulde ihr einen Gefallen. Das geht dich nichts an. So. Wie wär's mit einer Broschüre? Nein. Hühnerfutter für das Huhn? Braves Huhn. Beiß mir nicht die Finger ab, okay? Das werde ich noch ein bisschen weiter füttern. Vielleicht gefällt sie mir. Vielleicht wird's zutraulich, wenn man es genügend füttert. Upsi. 3-mal sollte reichen. Aller guten Dinge sind 3. Ich halte Abstand. Mütter sind bösartiger, wenn sie ihre Jungen verteidigen. Okay, hat sich nichts verändert. Ich probiere es mal mit dem Huhn hier drüben. Und der Vollständigkeit halber fütter ich noch das letzte. Vielleicht muss man auch alle Hühner hier füttern. Oder es gibt ein Achievement, wenn man alle füttert. Nichts. Okay.
Ich kann auch einfach rausgehen. Ich würde mal einmal ausprobieren. Der wird mich wieder runterschubsen, nehme ich an. Wo willst du denn hin, Schrubbi? Du hast das Chaos nicht beseitigt. Fang wieder an zu wischen. Ich bereue die Entscheidungen, die ich bisher getroffen habe, nur ein bisschen. Okay, okay, okay. Oh, verschraubt. Jo. Kriegt man nicht so einfach auf, ah, mit dem Messer. Ich nehme an, es klemmt. Junge, die sind ja richtig eingekeilt. Ja, das können wir ja ein bisschen schmieren. Das war ja wohl das leichteste Rätsel aller Zeiten. Zack. Zock. Hey, du hast deine Stelle übersehen. Komm schon. Und da. Ich gebe nur einen kleinen Klecks drauf. Ölen wir hier ein bisschen. Und, ah, Moment. Du schmierst es mir ins Auge. Kann ich das Huhn schmieren? Du hast eine Stelle übersehen. Ist das dein Slogan oder so? Ich lasse sie in Ruhe. Sie hat ein Ei. Gut genug. Okay, die Hühner sind alle gefettet. Murray ist gefettet. Der Boden ist gefettet. Alles ist gefettet. Bis auf das Hühnerfutter. Lecker. Okay. Dann wollen wir das mit der Schraube nochmal probieren. Na also, geht doch wie geschmiert. 1, 2 und... Okay. Peitschender Regen und tosende Wellen. Perfektes Segelwetter. 3 Schrauben. Ich guck mal ganz kurz noch, ob ich hier was kombinieren kann. Man weiß ja nie und es geht so schön schnell. Ich lasse sie besser auf, solange ich auf dem Schiff bin. Okay, die kann ich nicht abnehmen. Das Bild habe ich noch dabei. Spannend. Es ist wirklich eng. Ich kann mich nicht ganz durchquetschen. Aber ich könnte Murray rauswerfen. Warum schuldest du Captain Madison einen Gefallen? Nun, ironischerweise war ich in einer Kiste eingesperrt und sie hat mich befreit. Du meinst, so wie ich es gerade getan habe? Das ist nicht das Gleiche. Wieso nicht? Was genau hat Madison vor? Ich wäre in der Tat ein schlechter Spion, wenn ich dir das sagen würde. Du erniedrigst uns beide durch deine Frage. Lass es gut sein. Komm schon, sag mir, was Madison vorhat. Du erniedrigst uns beide durch deine Frage. Lass es gut sein. Komm schon. Du erniedrigst. Okay, er hat nichts mehr zu sagen. Die Schrauben untersuchen. Die habe ich aus dem Bullauge. Ich glaube nicht. Selber essen geht nicht. Die Broschüre. Nö. Okay, ich komme zum Fenster nicht raus. Und interessanterweise habe ich noch den Schlüssel für die Museumsvitrine, aber nicht mehr den anderen Schlüssel. Spannend. Was kann ich jetzt tun? Ich könnte versuchen... Hühnerfutter für Barry macht keinen Sinn. Das Bild... Ja, wüsste jetzt nicht, was das hier soll. Warum habe ich das Fenster aufgemacht? Peitschender Regen und tosende Wellen. Perfektes Segelwetter. Kann man mal probieren? Es ist wirklich eng. Ich kann mich nicht ganz durchquetschen. Wenn ich mich selber einfette oder doch mal das Fenster einfette, dass es so richtig flutscht. Du hast eine Stelle übersehen. Im Ernst, besorg dir einen neuen Dialog. Ja, das Bullauge einfetten, da ist es flutscht. Besser. Das war der fehlende Teil. Okay. Das Schmierfett hilft ein wenig. Wie, aber das hat nicht gereicht? Das ist jetzt ein leicht schmieriges Bullauge. Leicht schmierig? Moment, kriegen wir das noch schmieriger? Sieht aus, als hättest du eine Stelle übersehen. Na, verrückt. Sieht aus, als hättest du eine Stelle übersehen. Na, verrückt. Aller guten Dinge sind... Oh, ein Achievement. Stelle übersehen. Na, verrückt. Ich bin der Super-Schrubbi.
Ja, mehr wird's nicht. Jetzt aber. Es funktioniert. Oha. Wie hat sich eigentlich der Chef gedacht, dass ich mein Geschäft durchs Bullauge erledige, wenn das Bullauge zugeschraubt war? Okay, links oder rechts? Links oder rechts? Probieren wir mal zuerst links. Ich kann nichts sehen. Was ist gut da? Halt, Moment. Oh, mit Timer. Hey, Moment mal. Ich dachte, Guybrush kann seine Luft 10 Minuten lang anhalten. Das sind aber nur 8. Das ist ein großes Ruder. Das ist ja Betrug. Das ist hier? Ein großes Ruder. Ja, gut. Ruder und zurück an die Oberfläche. Kann das nicht festschrauben. Und wahrscheinlich auch nicht manipulieren. Nö. Hat 7 Minuten 28 Sekunden. 10 Minuten soll das sein. 10 Minuten. Ey, was war hier drin zu sehen? Es geht nicht auf. Ah, es geht nicht auf. Ich kann nichts sehen. Es geht nicht auf. Geht auch nicht auf. Bin ich hier mit dem Messer? Nein. Schrauben natürlich nicht. Macht auch keinen Sinn. Dann. Ziemlich kleiner Anker. Sieht aus, als wäre er eher zum Angeln als zum Anhalten geeignet. Kann ich den abschneiden? Nein. Okay, wenn ich hier rüber klettere. Bla! Bla bla bla! Bla! Bla bla bla! Bla bla bla! Dies ist ein Haufen leerer Behälter mit Affenblut und Pinblut. Oh mein Gott! Klappe bitte! Bla bla bla! Bla bla bla! Bla bla bla! Schaut euch das an, meine Lieben! Die einzige Karte, die den genauen Standort des Geheimnisses von Monkey Island zeigt! Ja! Die Karte wird in meiner Kabine aufbewahrt. Niemand darf sie berühren oder in irgendeiner Weise durcheinander bringen. Bevor wir der Karte folgen können, müssen wir uns natürlich auf den Weg nach Monkey Island machen. Wie ist der Stand beim Zaubertrank? Warte, es gibt einen Zaubertrank? Erinnerst du dich nicht mehr an meine andere Geschichte? Um nach Monkey Island zu gelangen, muss man einen besonderen Trank brauen. Ja, und ich ging ja von aus, dass das nur für Guybrush gilt, aber anscheinend auch für LeChuck, natürlich. Aber du und LeChuck, ihr wart beide schon einmal dort. Warum konntet ihr nicht einfach dorthin segeln? So funktioniert das nicht. Man muss den Trank jedes Mal neu herstellen. Wie funktioniert der Zaubertrank? Ich weiß es nicht. Niemand weiß es. Es ist Magie. Er hilft nur, Monkey Island zu finden. Was ist drin? Mal sehen. Da ist Tintenfischtinte und Affenblut drin. Und ein gepresster Schädel. Daran kann ich mich gut erinnern. Außerdem Zimt, Minze und Schwefel. Und einige Farb- und Konservierungsstoffe. Oh, und ein lebendes Huhn. Aber hör zu, du solltest dir darüber noch keine Gedanken machen. Warte, bis du 12 bist oder so. Okay, ich glaube, ich hab's verstanden. Der Trank ist fast fertig, Captain. Jetzt fehlt nur noch ein plattgedrückter Schädel und wir sind bereit, ihn zu kochen. Hervorragend! Du da! Da hinten! Der Neue! Ich? Du kommst mir irgendwie bekannt vor. Ejo. Gehen Sie manchmal zu Schrubbi-Kongressen? Nun, egal. Geh und hol uns einen Schädel. Einen Platten. Noch Fragen? Warum muss es ein platter Schädel sein? Weil es im Rezept so steht. Ja, im Originalspiel war das der Schädel auf einer Frühstücksflockenpackung. Und der war natürlich platt. Wo soll ich nach einem Schädel suchen? Das ist dein Problem! Kann ich mich hocharbeiten?
Klar, direkt in die Takelage, wo du die nächsten Jahre an deinen Knöcheln hängen wirst. Kapiert? Schon gut. Ja, man gewöhnt sich daran. Okay, ich kümmere mich darum. Ein Schädel. Platt. Dann beeil dich damit! Sitzung vertagt. Okay. Immerhin hat das Blablabla aufgehört. Den Zaubertrank fertig und dann werde ich versuchen, die Karte in die Finger zu bekommen. Apropos Karte. Wo sind meine Quizkarten? Ich brauche mehr Quizkarten. Der Trank riecht, als wäre er fertig. Es fehlt nur noch der plattgedrückte Schädel. Wie läuft es mit dem Zaubertrank? Du hast den Captain gehört. Er ist fast fertig. Geh und finde einen platten Schädel, wie er es dir aufgetragen hat. Wenn du das nicht kannst, nimm einen normalen Schädel und mach ihn platt. Ja, nee, danke, habe ich verstanden. Ist klar. Einen schönen Schädel hast du da, Applebaum. Bevor du auf dumme Gedanken kommst, ich bin ein Geist. Mein Schädel funktioniert nicht. Und Putra hat schon gefragt. Warum steckst du nicht deinen eigenen Kopf in den Topf und schaust, was passiert? Keine Sorge, ich habe mich nur unterhalten. Ich werde woanders einen Schädel finden. Er heißt Apple Bob. Okay, das ist ein englisches Wortspiel. Tut mir leid, wenn ich dich beleidigt habe. Ist schon okay. Ich weiß, dass du unter Druck stehst. Na gut. Quizkarten. Ist das Ding geladen? Sieht aus, als wäre sie leer. Na gut. Wir probieren es trotzdem. Pulver wohl schon mal drin. Flambé. Dies ist ein Haufen leerer Behälter mit Konservierungs- und Farbstoffen. Ich glaube, es ist nur eine Skulptur. Ich hoffe, es ist nur eine Skulptur. Was stellt es dar? Was soll das sein? Ich check's gerade nicht. Dies ist ein Haufen leerer Behälter mit Konservierungs- und Farbstoffen. Okay, hier kann ich hochklettern zum Krähennest. Das Krähennest ist dort oben. Erstmal Flambé fragen. Solltest du nicht oben im Krähennest sein und Ausschau halten? Die beste Show ist hier unten. Ich will sehen, ob du die Sache mit dem Schädel vermasselst. Ah, stimmt. Es war gar nicht auf der Cereal-Packung. Auf der Frühstückstockenpackung war was anderes. Der Schädel war natürlich auf der Flagge. Das war nämlich der Schädel von der Piratenflagge war der Schädel, die ins Rezept getan haben. Kann ich im Krähennest nach einem Schädel suchen? Es gibt nichts, was du da oben brauchst. Doch. Wie ist es für LeChuck zu arbeiten? Ich kann nicht klagen. Wirklich? Das steht im Mitarbeiterhandbuch. Nicht klagen. Du wirst länger leben, wenn du dir das merkst, Neuling. Irgendwelche Ideen, wo man einen Schädel finden kann? Ich bin eigentlich mehr ein Beobachter als ein Helfer. Ich muss los. Ich habe einen Job zu erledigen. Mein Beileid. Okay, also der Kerl steht nur da, damit ich da nicht hoch kann. Da oben gibt es nichts, was du brauchst, Neuling. Ich bin anderer Meinung, aber na gut. Wenn du mich nicht hochlässt, was soll man schon machen? LeChuck, die Schiffskatze. Schiffskatze nicht streicheln? Der allererste Punkt der Sicherheitsvorkehrungen auf dem Schiff ist, Kratzbürste niemals zu streicheln. Quizkarte. Was haben wir hier? Der Name des Sheriffs in Monkey Island 1 war, Moment, den kenne ich, das ist Fester Scheintop. Ha! Zu einfach. Ablaufplan für das Oberdeck. Ein Glockenschlag, Mannschaftsabstimmung. Zwei Glockenschläge, LeChuck schreit. Das muss ich ausprobieren. Jetzt ist kein guter Zeitpunkt, um Aufmerksamkeit zu erregen. Na gut. Gemütlich. Ich will mich überall ins Feuer stellen. Das ist irgendwie so ein Ding von dem Spiel, oder? Wärme. Ah, nein, ich wollte nicht schießen. Wäre sie leer. Ich wollte unter Deck gehen und ich glaube. Die Quizkarte. Die Produktion von Monkey Island 2 fand hier statt. Uff. Oh mein Gott. Skywalker Ranch. A Building. Wow. ILM oder Lucasfilm North. Skywalker Ranch, das ist Luke Skywalker, Lucasfilm. Aber wird es da entwickelt? Ich habe keine Ahnung. Das klingt ja eher, als wäre das so von George Lucas, die Privatranch.
A building? Wow, sicher. Ich glaube nicht, dass das richtig ist. Lucasfilm North? Außerdem, warum ist das Englisch? Lucasfilm North kann sein. ILM nie gehört. Ich probiere die Skywalker Ranch als erstes. Nope. Ah, ist das doch, wo George Lucas wohnt. Ja, aber ich denke mal, bevor wir den Rest des Schiffes hier durchsuchen, machen wir erstmal einen Folgenschnitt. Und ich sehe euch beim nächsten Mal wieder. Goodbye.